Anton hat's gesehen. Ich habe es gesehen. Juri ist ein Dieb. Was? Ich habe nicht. Dies ist die Geschichte über einen Kampf, der sich eines Nachmittags ereignete. Ich habe viele Freunde, die Mütter sind. Juri ist eine besonders nette Freundin, die sehr fürsorglich ist. Manchmal hält sie sogar an, wenn sie gerade vorbeikommt. Du hast heute viel gekauft. Es muss schwer sein. Lass mich dir helfen, all das nach Hause zu tragen, um mir zu helfen. Immer wenn ich müde war, weil ich mich um mein Kind kümmern musste und dachte, ich sei erledigt. Das ist hart. Ich muss sowieso auf mein Kind aufpassen, also kümmere ich mich auch um deines. Warum machst du nicht einmal eine Pause? Hat sie mir geholfen. Juri, du bist so nett und rücksichtsvoll zu anderen. Du hilfst mir immer. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Du hilfst mir immer, Tsutsuji. Niemand kann so hilfsbereit sein wie du, Juri. Allerdings gab es eine Mutter, die nicht besonders gut auf Juri zu sprechen war. Das war Akane. Sie versucht immer, sich selbst gut darzustellen. Sie wirkt wie eine Heuchlerin. Sie versucht immer, andere dazu zu bringen, sie zu mögen. Sie denkt, sie ist einfach so süß. Ich denke nicht, dass das wahr ist. Tsutsuji, du kennst nur die Juri, die du siehst. Sie ist eine dieser Frauen, die nur so tut, als wäre sie jedermanns Freundin. Du weißt nicht, was sie hinter deinem Rücken über dich sagt. Ehrlich gesagt, mochte ich Akane nicht. Aber wir wohnten in der gleichen Gegend und unsere Kinder waren befreundet, also mussten wir bis zu einem gewissen Grad miteinander auskommen. Aber Akane, hat dir Juri nicht schon einmal geholfen? Als dein Kind in der Vorschule Fieber bekam, hat sie es mit dem Auto abgeholt, oder? Ich habe sie nie darum gebeten, das zu tun. Außerdem, wer macht denn so etwas überhaupt? Außerdem gefällt es mir nicht, dass Juri die ganze Zeit heuchlerische Aktionen startet. Obwohl Juri wusste, dass sie von Akane nicht gemocht wurde, war sie immer nett zu ihr. Akane, wir machen ein Grillfest bei mir. Du und deine Familie sollten auch kommen. Tsutsuji und Karin bringen auch ihre Familien mit. Eines Tages aßen wir bei mir zu Hause zu Mittag. Das ist ein hübsches Ornament. Ah, das gefällt mir auch. Tsutsuji, würdest du mir helfen? Danke für das Mittagessen, es war toll. Gern geschehen. Nun, wir sollten dann wohl gehen. Warte einen Moment, Juri. Was ist los, Akane? Solltest du Tsutsuji nicht zeigen, was in deiner Tasche ist? Was meinst du? Hör auf, dich zu beschweren und öffne endlich deine Tasche! Hey, warte doch mal! Was wir in Juris Tasche fanden, war ein Souvenir aus Hawaii. Das Ornament, das ich in meinem Haus ausgestellt hatte. Ich habe gesehen, wie Juri es in ihre Tasche gesteckt hat. Juri ist eine Diebin. Es kann nicht die Wahrheit sein, denn... Willst du damit sagen, dass ich lüge? Ich habe gesehen, wie Juri es in ihre Tasche gesteckt hat. Die Tatsache, dass Tsutsujis Sachen in Juris Tasche sind, sind unabdingbar. Akane, das ist... Das war ein Geschenk von Juri, als sie auf Hawaii war. Hä? Ich habe auch so eins. Juri hat auch eins in ihrem Haus. Es macht keinen Sinn, etwas zu stehlen, das man schon hat. Das ist... Warum haben Tsutsuji und Karin die gleiche? Schließt du mich etwa aus? Ich wollte niemanden ausschließen. Nach meiner Reise habe ich versucht, dir auch eins zu geben. Aber als du erfahren hast, dass ich auf Hawaii war... Du kannst dich glücklich schätzen, so einen Luxus genießen zu können. Warst du so schlecht gelaunt, dass ich mich nicht dazu durchringen konnte, es dir zu geben? Du redest immer schlecht über Juri. Also hast du sowieso nicht das Recht, Souvenirs zu verlangen. Sie ist immer nett zu dir und du dankst dir nicht einmal dafür. Ich habe immer mein Bestes getan, damit du mich magst, Akane. Aber das ist einfach zu armselig. Warum hast du versucht, mich wie ein Dieb aussehen zu lassen? Warum hast du mich so sehr? Versuchst du etwa, dich als die Gute darzustellen? Das gefällt mir nicht an dir. Hör doch endlich auf damit. Ich hasse es, dass du so nett bist und von allen geliebt wirst. Du bist so perfekt. Ich hasse mich dafür, dass ich nur Schlechtes über dich sagen kann. Ich wusste nicht, dass du so über mich denkst, Akane. Akanes Hass wurde aus einem Minderwertigkeitskomplex und Eifersucht geboren. Ich bin überhaupt nicht perfekt. Ich möchte nur jemandem helfen. Ich bin kein guter Koch und manchmal weiß ich nicht, wie ich mit meinen Kindern umgehen soll. Als ich dich neulich zu meinem Grillfest eingeladen habe, konntest du so schnell alle Teller und das Gemüse organisieren. Ich war beeindruckt. Also, lass uns den heutigen Tag vergessen und wieder Freunde sein, okay? Ich mach keine Witze! Akane hat die ganze Zeit Beleidigungen vor sich hingemurmelt. Kurze Zeit später zog Akane mit ihrem Kind weg.
Wir wissen nicht, wohin sie gegangen ist. Ich hoffe, sie denkt an diesen Tag zurück und überdenkt ihr Handeln. Nachdem Akane gegangen war, schien Yuri ein bisschen traurig zu sein, aber wir sind immer noch gute Freunde und helfen uns gegenseitig. ナチュラルハイな状態で外出するのは良くないなぁと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。